Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute in dieser Woche eher um Undock-Verfahren, Painting-Verfahren und On-Top-Verfahren für French, Babyboomer. Diese ganze Bandbreite, nicht Brandbreite, sondern eine Bandbreite. Ich habe von Sharp Fantastic einmal das Princess Builder Wild. Das ist ein sehr standfestes Gel. Und ein dickviskoses, wie der Name schon sagt, Bildergel, strahlend weiß. Ich öffne das hier mal. Ihr könnt es schon unten in dem Film sehen, wo ich da diese Tiegel begutachte. Und dann haben wir ein weißes on top. Das heißt, on top arbeiten können wir damit, wenn wir wirklich den Nagel fertig modelliert haben und uns dann entscheiden, die French-Linie oder andere Sachen on top, also über dem Aufbau zu machen und nicht einzuarbeiten unbedingt, dann wäre das das Sunny's Snow White. Das habe ich zum Beispiel hier auf meinem kleinen Fingernagel gemacht. Ich habe die Spitze wirklich erst zum Schluss kreiert und was man wunderschön sehen kann, ich habe mir dort mit diesem gleichen Sunny's Snow White ein Painting-Muster gemacht. Ist jetzt nicht die Welt, aber mit einem Schlepperpinsel, den sie mir zugefügt hat bzw. mitgeschickt hat, habe ich mit dieser gleichen Farbe on top ebenso dieses schöne Muster malen können. Das seht ihr gleich im Anschluss alles. Ihr seht gerade im Film, dass ich am Öffnen der Tiegel bin. Hat super geklappt. Mir kam nichts entgegen. Das ist ja sonst immer so mein Problem. Wenn ich was öffne, kommt mir wirklich immer sehr, sehr viel entgegen an Suppe. Und dann haben wir noch ein extra Paint Color Gel. Das wäre die dritte Variante. Also nochmal zur Wiederholung. Wir haben das Princess Builder White, was wirklich sehr, sehr standhaft, sehr, sehr dick, viskos für Undock-Verfahren, für Schablonen etc. pp. Ein hochwertiges, reines, strahlend weiß Bildergel. Ohne Umrühren, Pigmente sind wunderbar vermischt beim Öffnen schon. Dann seht ihr gerade das, was ich öffne oder geöffnet habe. Das wäre dann das Sunny's Snow White. Das ist eher dann die dünnviskose Variante. Nicht jeder mag Bilder, nicht jeder mag die Dickviskosität, aber das wäre wirklich on top. Und ich muss sagen, als ich es ausprobiert habe, war es wirklich top. Es war hochdeckend. Es waren keine Felder, die dunkel waren, irgendwo vergleichbar, wo ich sagen oder wo ich hätte sagen müssen, da muss ich nochmal rüber nach der Aushärtung zum Malen und zum on top French ziehen. Oder Linien, was ihr wollt. Es sind wirklich beides hochweiße Farben. Je nachdem, wer sich entscheidet, on top zu arbeiten, wer sich entscheidet, ach nö, ich bin eher derjenige, der andockt. Also ich mache mir erstmal eine schöne Nagelbettverlängerung und docke dann an. Könnte man mit dem Builder Wild machen. Builder Wild machen. Ich hänge euch die Namen aber sowieso, oder ihr seht sie schon eingeblendet. Das, was ihr jetzt seht, ich zeige euch die Konsistenz. Das wäre das Bilder. Ihr seht, auch in der nachfolgenden Szene, da verläuft nichts. Das ist standfest. Ihr könnt damit Mountains bauen. Und das ist wirklich sehr wichtig für das Undock-Verfahren, wenn ihr auf Schablone arbeitet, dass das dort liegen bleibt, wo ihr das hin platziert. Also es bringt einem ja nichts, wenn man irgendwie eine schöne French bauen möchte oder kreieren möchte. Und dann läuft es nach links und rechts. Passiert bei diesem Bildergel überhaupt nicht, hundertprozentig nicht, das verläuft nicht. Und jetzt seht ihr gerade die oder den Viskositätenunterschied von dem Snow White, Sunny's Snow White. Und da zeige ich euch das nochmal. Ich lasse es an den Deckeln wie immer aushärten. Auch für mich persönlich ganz gut, wenn ich das hier oben weiterhin zu sehen bekomme oder habe. Lasse das aushärten.
werde den nächsten Gang mit euch zusammen machen, wo ich dann am Modellfinger erstmal das Bilder White probiere. Also Originalname Princess Bilder White. Das kreiere ich auf dem Nagel, beziehungsweise habe ich ja dann hier schon fertig, ne? Auch da wird es wieder Sülzer geben, ne? Meine Freundin, der gar nichts immer passt. Aber im Endeffekt finde ich das sehr schön geworden und sehr gelungen. Und ja, ich werde das jetzt vorspulen und werde euch das so zeigen, wie ich das gemacht habe. In dem ersten Beispiel seht ihr erstmal die Variante und ich wollte gucken, lässt sich damit auch ein Babyboomer machen? Ja, klappte. Den Aufbau lassen wir jetzt mal weg. Ich wollte wirklich nur von der Konsistenz von diesem Rosé oder Rose, was ich ja auch bekommen hatte. Das war ja dieser eingefärbte Camouflage-Ton und habe vorher die Spitze mit dem Princess Builder White kreiert. Das habt ihr da schon gesehen und jetzt ziehe ich tatsächlich dieses ebenfalls von Sharp Fantastic Nails Rose mit der M11 im Shop erhältlich rüber und gucke jetzt, kriege ich oder würde ich einen Babyboomer hinbekommen. Es würde tatsächlich klappen, aber ich habe das nicht so aufgebaut, dass man sagen könnte, okay, ist jetzt ein perfekter Aufbau. Ich wollte wirklich nur von der Farbdichte euch zeigen. Guckt mal, das Nagelbett mit diesem Rose M11 ist immer noch hochdeckend, dass ihr da wirklich alle Schlieren verdecken könnt. Nagelbettverlängerung, hatte ich ja schon im anderen Video erwähnt, geht natürlich auch. Und jetzt war es bei mir, das Augenmerk lag darauf, wie sehe ich jetzt noch diese Bilder-White-Spitze, die ich dort kreiert habe. Aber wenn man das zur Spitze hin schön ausstreicht, kann man damit absolut einen super schönen Babyboomer hinbekommen. Das seht ihr jetzt gerade hier. Ich streiche das dann eben wieder weg, dass das Weiße so ein bisschen durchscheinen kann. Die Variante Princess Builder White mit der Farbnummer 20 haut auch wunderbar für Babyboomer hin. Man muss also nicht unbedingt die Undock-French-Methoden machen, um scharfe French-Smile-Linien zu bekommen oder Spitzen. Es mag nicht jeder, das ist Geschmackssache und von daher zeige ich euch jetzt gerade das Beispiel, dass man den Babyboomer damit ebenfalls sehr schön hinbekommen würde. Ja. Ja, ich mache mir jetzt hier gerade wieder die Schablone fertig, wie man sieht. Habe mir dann einen neuen Tipp geschnappt, habe den auch korrekt gekürzt, damit man nicht rummogeln kann, weil dieses Princess Builder White ist ja eigentlich dafür da, wegen der hohen Konsistenz oder der Dickviskosität, dass man das wirklich für Schablonen benutzen kann. Und deswegen habe ich das natürlich auch hier mit einer Schablone aufgebaut, um euch zu zeigen, ihr könnt das problemlos nehmen, um Spitzen anzubauen. Bei der French Modelage fängt man ja dann mit der Spitze ebenfalls an oder könnte sich auch den Aufbau in Rose erstmal machen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Habe ich zuerst die French Spitze gemacht oder erst den Aufbau? Okay, ich habe erstmal optisch das Nagelbett verlängert. Den Teil spulen wir einfach vor, damit das nicht zu lange dauert. Ihr seht das ja alles, was ich mache. Also auch da wieder Rose ist die Farbnummer. Ich euch, das Nagelbett ist fertig modelliert. Lass es jetzt aushärten. Und da ich die Farbe schon am Pinsel trage, ihr seht das ja, wie lange ich mit dem Pinsel rumhantiere, die Dickviskosität ist wirklich sowas von hoch. Ihr könnt damit modellieren, ich brauche es jetzt erst absetzen, kreiere mir jetzt die French-Spitze an meinem modellierten Nagel. Natürlich könnte ich jetzt noch die Feinheiten machen und das Nagelbett erstmal vorfeilen, damit ich da schön andocken kann. Aber ich habe es jetzt einfach probiert. So wie es aus der Lampe rauskam, habe ich die Spitze ran modelliert, weil so eine Durchgänge oder so eine Akte muss man ja auch durchführen, um sagen zu können, okay, man muss es nicht unbedingt abschwitzen, man muss es nicht unbedingt vorfeilen. Es hält auch so und bindet gut mit der zweiten Schicht.
beziehungsweise mit dem Nagelbett bindet es sich dann gut, auch wenn ich es da einfach nur so ranklatsche. Aber das hat alles gut geklappt. Ich spule kurz vor. Während das Ganze in der LED-Lampe liegt, habe ich mir gedacht, kann ich die Zeit nutzen und benutze jetzt das Sunny oder Sunny's Snow White. Das wäre ja on top. Dadurch, dass meine Nägel gerade frisch gemacht wurden, ihr seht, die Acrylmodellage ist noch gar nicht bearbeitet, die ist blanco, dachte ich mir, dann wäre es gut, wenn ich es wieder an meinem eigenen kleinen Finger zeige, on top. Eine French-Linie zum Beispiel machen, ne? Eine French-Spitze. Das mache ich dann eben mal hier, um zu gucken. Also die Konsistenz war wirklich wunderbar weich, wie wieder erwartend überhaupt nicht, sondern es war mir schon fast klar, dass da wieder so eine weiche Konsistenz kommt. Wie immer, die ist ja auch bei den Farben vorhanden. Es lässt sich super gut streichen. Ihr könnt auch sehen, es ist wie eine Tippex-artige Deckkraft, also wirklich hochdeckend. Und ich habe das Ganze wirklich nur einmal gemacht. Versuche jetzt noch ein bisschen die Kurve zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes, und versuche meine French so ein bisschen zu retten, weil ich ja wirklich ohne Spotty, ohne Fineliner da rangegangen bin. Ich wollte es einfach nur grobmotorisch testen, kriege ich eine French-Linie hin, eine French-Spitze, die sich sozusagen sehen lassen könnte, in Anführungsstrichen. Wir sind immer noch nicht bei den Wettbewerben, was manche vielleicht ein bisschen falsch verstehen. Aber es hat alles wunderbar geklappt. Also die Konsistenz ist so dünn und trotzdem hochdeckend, dass man dort keine Kante hat. Man hat üblicherweise manchmal auch sonst so unschöne Kanten. Wenn man on top arbeitet, muss es eventuell nochmal nachfeilen, dass es mit der Versiegelung glatt wird. Aber man sieht da wirklich gar keinen Unterschied. Es ist eben, also fast eben mit meiner Acrylmodellage. Und man sieht nicht, dass ich da irgendwo eine zweite Schicht drauf hätte. Es legt sich wirklich sicher. Es legt sich wirklich schön flach alles und da hole ich jetzt gerade meinen Testnagel raus, den ich ja angedockt habe mit dem Bilderweiß vom Princess Builder White, das Hochdickviskose, wo der Name wirklich passt. Also ihr könnt damit schon fast 3D-Blüten bauen, also das ist wirklich sehr, sehr standfest für Schablonen ideal. Das, was ihr damit machen wollt, ist damit auf jeden Fall möglich. Wenn ihr nicht schon eine Variante habt, mit der ihr super gut klarkommt, sage ich auch immer wieder, wechselt nicht unbedingt, wenn ihr mit Sachen klarkommt. Das ist ja völliger Quatsch. Also wenn ich was habe, mit dem ich klarkomme, dann gibt es keinen Grund, was anderes zu kaufen. Und das sage ich auch, so weil ich hier sitze. Es ist einfach Quatsch. Wenn man eine Sache hat oder wenn man ein schönes Weiß hat, dann bleibt bei diesem Weiß. Aber wenn es Leute da draußen gibt, die Probleme haben und noch kein richtiges Weiß gefunden haben, auf der Suche sind, dann könnte ich durch dieses Video von meiner Warte aus sagen, ja, das würde ich hundertprozentig empfehlen. Und zwar noch mehr als das, sage ich euch aber gleich warum. Bei On Top zu arbeiten ist einfach nun mal am einfachsten. Durch die dünne Viskosität ist es auch wieder einfacher. Man hat gar keine Feilarbeit. Ich habe das hier aufgetragen. Es ist vom Zeitersparnis her wirklich sehr, sehr wertvoll. Und dass man damit automatisch oder gleichzeitig auch malen kann, dass die Konsistenz so stimmt, dass das nicht so Fäden zieht oder nachzieht, wenn man mit einem ganz feinen Pinsel arbeitet, gefällt mir natürlich hier auch bombig. Ja, da seht ihr das. Kunstwerk in Anführungsstrichen ist nur ein Beispielnagel. Ich erkläre es auch hier immer wieder. Das ist immer hier so ein kleiner Akt, ne? Musst du mal selber aufpassen, dass ich hier alles richtig dokumentiere. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Paint Color Gel. Ebenfalls in der Farbe Weiß, Hermelin White. In diesem Fall, wenn es White heißt, Hermelin White. Und ihr seht, bei der Öffnung schon blieb mir auch nichts an diesen Zacken dran. Das ist immer noch so. Ich kann es sogar so halten.
Ihr werdet schon erkennen, was das für eine Konsistenz ist. Richtig, es ist keine Konsistenz, wo man sagen könnte, oh, da kippt mir mal der Tiegel um und dann habe ich die ganze Schliere. Ihr seht das, es ist eine sehr, sehr, sehr dickviskose Angelegenheit. Ihr seht, wie sich der Pinsel biegt. Ihr könnt euch so eine Vorstellung machen. Das ist wirklich, als würde ich durch Penatencreme gehen. Nur damit ihr so eine Vorstellung habt, wie die Konsistenz ist. Es bleibt alles am Pinsel trotzdem dran. Ihr könnt den schön einarbeiten. Ich würde gar nicht so viel rumstochern wie ich da. Da teste ich gerade die Konsistenz. Würde mir ein bisschen rausnehmen und würde das wirklich auf einem Silikon-Utensil oder sowas, damit ihr schön den Pinsel rausstreichen und einarbeiten könnt. Ich habe es jetzt aber trotzdem so geschafft und teste für mich gerade die Linien, wo ich sagen muss, perfekt dünn. Ihr könnt damit so dünn zeichnen. Es ist eine Übungssache, definitiv. Ich spreche hier nicht von, dass ihr das im FF draußen habt, aber wenn ihr diesen Pinsel schön eingearbeitet habt, wenn ihr gerne Blütenblätter malt oder sowas, könnt ihr damit auch One Stroke und so eine Geschichten dafür verwenden. Und also guckt euch mal diese ganz, ganz feinen Linien an, die sind da kaum sichtbar. Aber es wurde wirklich sehr, sehr fein. Und egal, wo ich immer wieder angesetzt habe, ich konnte immer wieder zurück genau dort ansetzen, wo ich vielleicht dann nochmal einen kleinen Strich haben wollte. Ich weiß nicht, was ich da zauber, aber es soll einfach nur für mich dienen, um diese Führung vom Schlepperpinsel vor allen Dingen mit der Farbe zu erlernen. Ne? Und ich habe immer wieder, bin ich vom Ausgangspunkt nach oben gegangen, habe mir da so eine Art Gräser oder Fächer, Gräser, irgendwas habe ich mir da hingesetzt. Ich spule das Ganze jetzt mal ein bisschen vor, weil ich merke selber, da bin ich irgendwie in einer Selbstfindungsphase, überlege, was ich daraus machen kann. Achso, und hier in diesem Prozess seht ihr, da kann ich auch mit einer Nummer größer, mit einem größeren Pinsel natürlich Blütenblätter machen. Die habe ich einfach ganz stupide dahingesetzt, eine ganz normale Blüte, ohne Künste. Man muss jetzt hier auch, wenn man sieht, sie kann nicht malen, ja, jawohl. Ich habe es einfach nur mit dem reinen Weiß probiert, habe mir eine Blume erschaffen und dachte mir so, ach, das wäre ein ganz schönes Highlight, damit man den Punkt irgendwie so ein bisschen wegblenden kann, aus dem diese Fäden rauskommen. Es hatte schon wieder so was Brautnagel-Magisches, fand ich. Also fand ich auch eine sehr, sehr süße Sache. Ich spule auch hier das Ganze wieder ein Stück vor. Nochmal, aber irgendwie hat das was. Auch wenn die Blume wirklich nicht mit viel Tamtam gemalt wurde, mir hat sie gefallen mit den Fäden. Und das ist die Hauptsache, wenn ich ein Video abdrehe. So, kommen wir zum nächsten. Mein Finger ist ausgehärtet. Ihr seht da noch diese, in Anführungsstrichen, einfache Blume, Blümchen. Aber ich dachte mir, okay, jetzt gucken wir mal, man könnte doch eine Blüte oder diesen Cage in die Mitte setzen, Blütenpunkt, der berühmte Blütenpunkt. Hab mir das so vorgestellt mit der Farbe vom Nagelbett und ich fand das auch eine sehr süße Sache. Ich für mich fand das süß. Man könnte das so lassen, deswegen zeige ich es euch. Ich habe aber in diesem Fall noch ein kleines Steinchen draufgesetzt, weil ich dachte, okay, ein Stein hält ja auch auf diesem Gel. Man kann es ja verdecken. Ist auch nicht so schlimm, wenn die Farbe so ein bisschen aus dem Rand quillt vom Stein. Aber die Variante mit diesem farblichen Punkt vom Nagelbett fand ich doch ganz süß. Und dachte mir so, jo, also das wäre auch eine Hochzeitsvariante, die man sich süß machen könnte. Gerade wenn man so viel Tüll trägt oder so, wäre das bestimmt ein süßer Finger. Ach ja, da ziehe ich mir das auch nochmal zu den Seiten lang, die Farbe. Ein bisschen in die Blütenblätter, verziere das einfach mit dem Stein. Ich mache mal vor, weil es geht ja nicht ums Design. Und achso, und habe dann noch in die Mitte einen weißen Punkt gesetzt. Genau, mit dem Farbgel, was ich benutzt habe, mit dem Painting. Paint Color Gel, Hermelin
oder Hermelin White, Hermelin Weiß, und zeige euch die Variante auch nochmal. Man könnte die auch so lassen, dass man nochmal on top einen weißen Punkt setzt. Und jetzt kommt mein Stein, weil ich mir dachte, nö, das Grün war noch diesen Abschluss. Lassen den aushärten. Ihr seht, am Rand quillt so ein bisschen die Rose-Farbe vor. Und das fand ich auch gar nicht schlecht, dass zu dem Weißen noch ein leichter rosa Dezent kam. Das Ganze lasse ich aushärten und bin eigentlich schon am Ende. Was soll ich denn sagen als Fazit? Was auch immer ihr damit machen wollt, es ist ja euch überlassen. Zu den Punkten, wenn ihr mit Produkten zufrieden seid, hört hier nicht hin. Braucht ihr dann nicht, dann benutzt eure Produkte, mit denen ihr zufrieden seid. Ich zeige euch nochmal, das Hermelin White wurde mit diesen Fäden vollzogen, mit der Blume. Und das ist ein schönes Design, also fand ich sehr, sehr schön. Man kann großflächig damit malen. Man kann auch wirklich sehr, sehr feine, dünne Fäden damit zeichnen. So. Das Sunny Snow White für die French Spitze on top, für Full Cover on top, für die Designs on top. Wunderschön. Ja, wunderschön. Also müsste ich mir jetzt eins aussuchen, ja? Man kann ja so eine Frage auch stellen. Welches Gel würdest du dann bevorzugen? Dann würde ich ganz klar sagen, dass Sunny's Snow White. Aber auch nur deswegen, ihr wisst ja, dass ich Acrylerin bin. Weil was soll eine Acrylerin mit French Gel zum Aufbauen? Ich weiß aber, dass die Mehrheit da draußen mit Gelen aufbaut. Und dafür finde ich natürlich dieses Bildergel White eine absolute coole Sache, wenn man noch kein richtiges Gel hat. Es fließt ja nicht weg. Ihr könnt damit wunderschön eine rein weiße Spitze arbeiten. Ihr könnt einen Babyboomer machen, das habt ihr ja gesehen. Also für 3D-Blumen eignet sich das auch hervorragend, von der Konsistenz weiß ich jetzt schon. Aber für mich wäre so das Highlight Sunny's Snow White, weil ich einfach hier keine weitere Stufe habe, keine Treppe. Ich kann es wirklich on top über einen Aufbau nachkreieren, mir mit der gleichen Farbe noch die Blume oder den Finger verzieren, je nachdem was rauf soll. Und das finde ich einfach großartig. Bei der Paint Color Gel Farbe, ist die falsche, ne? Ach nee, bei der Paint Color Gel Farbe ist, wie gesagt, ein bisschen Übung, ist sehr gut für One Stroke, ist wirklich sehr gut für Schleppersachen, um richtig feine Feinheiten auf dem Nagel zu erschaffen, empfiehlt sich das wirklich bombastisch und hat die Konsistenz wie eine Art Penatencreme. Vielleicht nicht ganz so fest, wir haben ein bisschen übertrieben, aber es bleibt wirklich hochdeckende Farbe, sehr stark am Schlepper oder an dünnen Pinselhaaren haften, sodass ihr trotzdem diese Deckkraft durch diesen Schlepperpinsel, wie der Name schon sagt, mitschleppt. Also da verliert sich nichts, wenn ihr den zieht, sondern durch die Konsistenz zieht ihr wirklich diese Farbe auf dem Nagel nach und meiner Meinung nach eine super schöne Sache. Hilfe, was wackelt denn hier meine Gardine? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine weitere schöne Woche. Bei mir kann es jetzt vielleicht ein bisschen dauern. Ich will noch komplett einen Babyboomer machen. Vielleicht an meinen eigenen Nägeln das testen oder alle French. Mal gucken, wie mir danach ist. Auf jeden Fall wird es noch ein Video kommen, weil die Woche dann einfach hierzu mal wieder passt. Und ich werde das natürlich auch verbinden ab dem 30. Also heute fängt der Das Fest, Tag der Toten, Fest der Toten
an bis zum 2.11., glaube ich. Und das sollte ja auch meine Themenwoche werden. Und da werde ich natürlich mit meinen Händen dran knüpfen. Ich möchte La Catrinas erschaffen, ein bisschen verschönern. Und ja, die Woche wird so rauslaufend trotzdem mit diesem Thema noch weiterhin zu tun haben. Dennoch gemischt mit dem mexikanischen Fest. Ne? Ja, wundert euch nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut. Ciao, ciao, bis bald.